Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Heute mal mit einer Matchprognose von mir. Und zwar zu dem Spiel Dortmund gegen Real Madrid. Das lasse ich mir als Dortmund-Fan natürlich nicht nehmen. Wir stellen das Ganze hier auf Legende. Jo, alles klar. Und ja, ich hoffe mal, dass wir das genauso machen können wie die Bayern gestern. Und einfach mal einen schönen hohen Sieg nach Hause bringen. Beziehungsweise zu Hause lassen. Warum regnet es hier mitten im Sommer um 15 Uhr? Meine Güte. Das heißt immer so ein paar Frame-Einbrüche. Ich sag nicht, dass meine Spiele sonst komplett leckfrei sind, aber bei Regen ist das so ein bisschen extrem. Komm, weiter, 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 weiter. Götze kämpft sich durch. Ach Gott. Der sollte natürlich nicht aufs Tor kommen. Ja, wo wir gerade beim Thema Götze sind, ja, ich will es ja gar nicht eigentlich ansprechen, aber ja, einen schlimmeren Schock hätte man der Mannschaft eigentlich gar nicht versetzen können. Einen Tag vorm Spiel wird erstmal gesagt, jo, einer der wichtigsten Spieler im Angriff wird nächstes Jahr einfach mal bei Bayern spielen. Und dann auch noch jemand, von dem man es auch gar nicht erwartet hätte. Ja, also Lewandowski war ja schon gehandelt für Bayern, aber Götze, ne? Der Götze. Gerade er, ich meine, jeder hat sich denken können, dass er irgendwann gehen wird, aber gerade zu Bayern, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte ja gedacht, dass er in den nächsten 2, 3 Jahren mal so Avancen mit spanischen Clubs macht, aber anscheinend interessiert ihn das nicht wirklich. Da hätte ich lieber ihn in Spanien gesehen. Boah, schöne Parade von Weidenfeller. Laschikowski. Alles klar, sicher. So, auf geht's. Lewandowski in der Mitte. Und das Ding, oh, gegen den Torwart gezimmert. Aber der Ball ist noch heiß, der Ball ist noch heiß, der Ball ist noch heiß und oh, er schießt gegen den Mann. Sonst wäre das Ding wahrscheinlich schon drin gewesen. Cristiano Ronaldo hier mit der Offensivbemühung, aber vergebens. Ja, Cristiano Ronaldo wird man sehen, ob der morgen wieder so eiskalt aus dem Spiel genommen wird, wie in den Spielen, die wir schon gegen Real Madrid gemacht haben, oder ob er dann doch mal zum Zug kommt. Wenn das der Fall ist, ist er natürlich immer gefährlich. Die Sache ist bei ihm halt immer, er ist, wenn dann, als Einzelspieler gefährlich. Ich finde sowieso, dass er kein Matchspieler ist, sondern, oh mein Gott, eigentlich nur alleine funktionieren kann. Ich weiß gar nicht, wie viele Vorlagen der Typ hat. Viele dürften es ja nicht sein, wenn man so seine Spielweise sieht. Und jetzt steht als erster Kommentar unter dem Video, ja, Ronaldo hat momentan 15 Torvorlagen, ja, ist schön. Aber ich finde trotzdem, dass der zu eigensinnig spielt, der Mann. Und ich denke mal, so kein Geheimnis. So Leute, jetzt mal ab nach vor. Oh, was war das denn? Was war denn das für ein Fehler von Piszczek hier? So wollten wir den Pass vorher sehen. Ach, das hat er durchschaut. Ach, wir müssen das Ding hier auf jeden Fall nach Hause holen. Ja, mit einem 0-0 können wir hier sowieso nicht umgehen. Und Elfmeterschießen dürfen wir schon gar nicht machen, weil es ist ja ein K.O.-Spiel. Eventuell mache ich es dann so, dass wenn es hier ein Unentschieden gibt, dass ich dann im Rückspiel sage, wir machen das Ganze nochmal. Und wenn es dann wieder 0-0 gibt, gibt es das Elfmeterschießen. Beziehungsweise erstmal die Verlängerung und dann das Elfmeterschießen. Wie es normal wäre. Aber 0-0 hier als Prognose, das ist für das Spiel, denke ich mal, nicht gerechtfertigt. Ich glaube auf jeden Fall, dass Real nach vorne viel tun wird. Denn die wissen, dass Dortmund sonst von sich aus viel Druck macht. Und dem sind sie ja nicht so gewachsen gewesen zuletzt. Deswegen nehme ich mal an, die werden nach vorne viel machen. Denn als wir das letzte Mal auf die Leute aus Madrid gestoßen sind, waren die auch noch ein bisschen schlechter. Mittlerweile sind sie besser in Form. So Leute, jetzt hier aber mal ein bisschen mit nach vorne agieren.
Ja, wir können hier nichts machen. Werden noch gefoult, aber Schiedsrichter schläft gerade. Ja, wir müssen hier mal so ein taktisches Foul begehen. Noch nicht mal eine gelbe Karte gibt es dafür. Von daher können wir uns das mal leisten. So, weg mit dem Ei. Ein 0-0 wäre für das Spiel, wie gesagt, nicht angebracht, aber ich glaube eher, dass die Leute aus Madrid hier gleich mal zuschlagen werden, so wie es aussieht. Vorm Tor auf jeden Fall gefährlicher als wir. Komm, lauf doch. Ach, Junge. Mach mich nicht unglücklich. So, Leute, rauf jetzt. Gut. Weinfeller hält ihn. Jetzt ab geht's nach vorne. Kann sich da wieder nicht durchsetzen, der Bender, aber Bender ist ja auch nicht wirklich offensiv normalerweise drauf. Oh, Spieler gegen Spieler gegen. Wir kommen hier einfach nicht wirklich raus hinten. Ja, Weinfeller hat ihn. Spiel nach oben. Nein, was war das für ein Ding? Schmelle. Gerade von dir sowas. Ich finde auch Schmelle in dem Spiel absolut unterschätzt. Ja, der hätte hier, glaube ich, als einziger Dortmunder unter 80 Stärke, zumindest als einziger Dortmunder Stammspieler, ist, glaube ich, bei 75 oder sowas. Also da müsst ihr auf jeden Fall mal was machen, FIFA. Das geht ja mal gar nicht. Der mag so seine Schwächen haben und seine schwachen Tage, aber mit 75 hat er nicht verdient. So. Lauf doch weiter, Mensch. Hat zwar schon eine ganze Weile das Laufen aufgegeben, aber hätte er mal so ein bisschen initiativ zünden können nochmal. Ja, auf jeden Fall, wo ich das Spiel heute gesehen habe, Bayern gegen Barcelona, habe ich mir auch gedacht, was ist denn da los? Vor allen Dingen, dass Müller mal wieder so richtig in Form war. Also ich fand ihn zuletzt, also eigentlich schon seit der WM, kaum mal wirklich in Form bei irgendeinem Spiel. Die WM war seine und danach ging es irgendwie bergab mit ihm. Also nicht so wirklich bergab, aber für Bayern-Verhältnisse, sage ich mal. Bei denen geht es ja bergab, wenn sie nur 3-0 gewinnen. So, komm. Ja. Und das Ding ist nicht drin, wie auch immer die das da verbockt haben, den Ball absolut nicht annehmen zu können. Nein. Ach, Leute. Die müsst ihr doch haben. So, jetzt ran da. Die kombinieren hier aber aufs Schärfste. Subotic hat, glaube ich, aufgepasst. Wenn es mich nicht täuscht. So, Subotic positionieren wir hier. Steht falsch, aber egal. Das war mehr als ein Foul. Aber wird nicht gepfiffen. Wie es so üblich ist auf Schwierigkeitsgrad Legende, da wird gar nichts mehr gepfiffen. Zumindest nicht gegen den Computer. Und das Ding ist drin, das gibt's nicht. Benzema mit dem Kopfballtor. Weiß gar nicht, ob Benzema überhaupt spielt im Spiel jetzt. Oder ob da noch ein paar andere vorne ihre Finger im Spiel haben. Ja, das war natürlich gar nichts. Sollte eigentlich ein normaler Pass werden, kein Steilpass. Aber er hat sich gedacht, er macht einfach, was er will. So, Leute, jetzt heißt es natürlich Dortmunder Mentalität beweisen und hier nochmal aufdrehen. Das war wieder kein Foul, ja, ich merke es mir langsam. Irgendwie hat der Schiedsrichter hier nicht wirklich Lust, irgendwas zu pfeifen. Und das ist das, was ich meine mit auf Legende wird hier nichts mehr gepfiffen. Mussten mal den Weidenfeller rausholen. Haben wir von der anderen Seite abgesichert, von daher konnte da nicht so viel passieren. So, lauf jetzt. Komm, komm, komm. Oh, das ist nicht wahr. Das ist Blaschikowski, also der kann das um einiges schneller. Das weiß, glaube ich, jeder. Wichtig ist auch, dass er sich jetzt nicht wieder kurzfristig verletzt vor dem Spiel gegen Real. Denn offensiv ist er ja nun wirklich eine treibende Kraft und auf den möchte ich nicht verzichten wollen. Wieder einmal.
wie so oft bei wichtigen Spielen zuletzt. So Leute, ab geht's. Lewandowski, der ist natürlich kein Vorbereiter, deswegen spielen wir den Ball nochmal rein und. Aber jetzt auch logisch, ne? Er ist kein Vorbereiter, deswegen spielen wir den Ball rein. So, jetzt der erste wirkliche Torschuss hier, ne, glaube ich. Götze mit der Ecke. Da wird nichts draus. Subotic hier, ja. Braucht man nicht viel erwarten, wenn Subotic dran ist. Zumindest nicht in der Offensive. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kein Foul, alles klar. Also da hätte ich mindestens gelb gegeben für. Aber der Tor, der Schiedsrichter, nicht der Torwart. Der Schiedsrichter scheint hier die ganze Zeit zu schlafen. Weiß nicht, wofür der hier bezahlt wird. Oh, der Ball war niemals mehr drin, Junge. Irgendwie, keine Ahnung. Pfeife eingerostet oder was? Boah, war das ein grottiger Schuss. Ich weiß gar nicht, war es Schmelzer oder war es Blaschikowski? Auf jeden Fall ein schlechter Schuss war es. Aber jetzt geht auf jeden Fall ein bisschen mehr nach vorne für uns. Nur müssen wir auch nochmal zum Abschluss kommen hier. Das war ja mal ein super Pass. Wenn dann sowas daraus resultiert, nehmen wir das gerne mit. So Leute, stellt euch mal rein da. Braucht ja gar nicht flanken, wenn ihr da nicht rumsteht. Aus Rücklage, das kann schon gar nichts werden. Das lehrt einen jeder Amateurtrainer in der ersten Stunde. Aus Rücklage wird nicht geköpft. Und am besten auch nicht geschossen. Mitlaufen, mitlaufen heißt's. Oh Mann, Leute. Boah, dass der nicht reingeht, ist allein dem tauben Stürmer der Gegner zu verdanken. Und ich glaube, die Maria. Und ich glaube, wir wechseln mal aus jetzt hier. Ist eine ganz gute Idee. Und bringen mal hier, ja, das ist jetzt nicht ganz realitätsgetreu, dass wir hier so schnell. Warum ist Lewandowski Kapitän? Muss ich nicht verstehen. Und ich würde das generell, Reus ist nicht drauf. Also die Aufstellung war ja mehr als fragwürdig. Aber das war im letzten Spiel so, ne? Stimmt. Sollte aber im nächsten Spiel nicht mehr so sein. So, Schieber drauf hier für Lewandowski und Felipe. Bringen wir den Felipe? Ne, wir brauchen Offensivkräfte. Wir bringen hier den Leitner für Sahin. Und dann geht's auf. Natürlich würde Dortmund nicht drei Wechsel gleichzeitig tätigen, denke ich, aber wir wollen hier nicht dreimal anhalten, um Wechsel zu machen, sondern wir wollen hier das Spiel sehen und das weitestgehend ohne Unterbrechungen. So, jetzt lauft mal ein bisschen. Da ist doch mal Platz und er gibt den Pass wieder katastrophal irgendwo in die falsche Ecke. Oh mein Gott, komm. Oh, schade. Hätte was werden können. Wir stellen hier mal ein bisschen auf offensiv jetzt. Jetzt reicht es uns langsam. Wir müssen das Ding hier holen. Was war das? Mensch. Müsst euch mal ein bisschen danach richten, wo ich den Ball auch hinspiele hier. Ne? So, jetzt lauf, 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 Schmelle. Der Ball raus auf Götze. Götze brauchen wir 5 Jahre, um hier was zu machen. Wird weggetackelt, aber interessiert keinen, weil ja der Schiedsrichter anscheinend nicht auf dem Platz zu sein scheint. Er muss mal weniger rauchen, der Junge. So, auf geht's. Ja, mit so einer tollen Annahme, also irgendwie ist das Spiel zum Scheitern verurteilt hier. Kann leider nichts machen, wenn meine Spieler nicht die Bälle annehmen. Schmelle gegen Callejon. Da ist doch wieder Weidenfeller auf dem Posten.
So, das war wieder viel zu lasch geschossen, beziehungsweise gepasst. Vor mit euch, vor mit euch. Svenne Bender mit dem Pass auf Reus, missglückt, kommt auf Götze das Ding. Hier nochmal Reus am Ball. Und Leitner macht, oh, das gibt's nicht. Leitner kommt zum Schuss und haut das Ding daneben. So wie mit der kurzen Ecke. Und, oh, ich glaube, das war's. Soweit. Letzte Kopfballchance gewesen. 0 zu 1 verlieren wir das Spiel laut meiner Prognose natürlich nicht von mir gewollt. Aber ja, leider, leider so geschehen. Ich denke mal, ist ein realistisches Ergebnis. Und ich hoffe natürlich, so kommt es morgen nicht. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und genießt das Spiel heute Abend. Euer Schuto.